Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen weiteren Folge von Dragon City auf meinem Kanal. Ja, warum nehme ich überhaupt auf? Nicht nur neue Drachen, die am Start sind, sondern es gibt ein neues Heldenrennen, meine Damen und Herren. Und ja, was soll ich dazu doch sagen? Hätte ich jetzt nicht erwartet, der Trailer ist noch gar nicht raus. Ich hoffe, dass er noch rauskommt, damit ich ihn irgendwie, damit ich da das ein bisschen, ne? Ja, es gibt auch natürlich einen neuen hohen Drachen und es ist der Drache, der auch schon sehr lange steht. Also wie soll ich sagen, man weiß, wie er aussieht, der hohe Drache und wie auch immer schon seit längerer Zeit. Ich weiß auch nicht, wie lange her. Aber durch viele Videos, die vor ein paar Monaten oder was weiß ich was gekommen oder noch viel länger, haben die gesagt, ein hohen Drachen kommt. Und da zwar ist es genau der, der hier auf dem Bild ist, der High Fallen Dragon. Und was soll ich dazu jetzt noch sagen? Es gibt ein neues Update. Toll, es funktioniert leider nicht. Dragon City, was auch immer da los ist. Ja, und hier ist das neue Heldenrennen mit den High Fallen Dragon. Ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Wie ihr schon seht, meine Damen, habe ich etwas gemacht. Und zwar, ich habe diese Insel freigeschaltet. Aber wieso habe ich immer noch so viel, ne? Ich habe nämlich das Sparschwein geöffnet und da habe ich diese Insel mir dann geholt. Um mehr Platz zu haben. Und wir kämpfen jetzt erstmal in der Liga, weil das unsere Mission ist. Und wenn wir Drachen gleich füttern müssen, weil wir haben eh welche Drachen, das ist doch eigentlich ganz gut, ne? Ja, der Hulk Fallen Dragon. Ich weiß gerade nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich nehme das ja, wie gesagt, am Donnerstag auf, hier am Feiertag. Nicht wundern, wenn das erst am Samstag kommt, denn da, heute habe ich gleich noch richtig viel was zu tun. Dann schaffe ich das nicht zu bearbeiten und morgen habe ich, glaube ich, auch keine Zeit, es zu bearbeiten. Das heißt, es kommt vielleicht dann erst am Samstag. Und ich hoffe, dass der Musiksound da ist. Von dem hellen Rennen wäre mega geil, wenn ich den kriegen würde. War irgendwie richtig geil. Der Sound ist mega geil und so. Es gibt doch echt gute Drachen. So, erstmal die Mission freigeschaltet. Ja, ich habe schon vorgesorgt. Ich bin leider Platz 2 leider. Aber Runde 3 schon. Ich habe schon etwas gemacht und ups. Hier ist der High Fallen Dragon. Ja, also er ist mir schon mega bekannt vor einigen Monaten schon. Ich weiß es nicht, wie lange her. Jetzt StrayTV, ich weiß nicht genau, ob du auch dadurch ein Video gemacht hast. Ich weiß nicht, ich glaube aber schon. Da gucke ich gleich mal nach. Auf jeden Fall ist er schon sehr lange. Man kann ihn den Forgotten Dragon kriegen. Eigentlich mal gar nicht mal so schlecht. Man kann ihn den Monarch Dragon kriegen. Auch gar nicht mal so schlecht mit 4 Elementen. Und man kann hier den Skull Dragon kriegen. Mega geil. Ja, und ich bin Runde 3 und wir müssen jetzt Futter machen. Ich habe schon vorgesorgt, also ein paar Runden gemacht. Und wir müssen Drachen füttern. Das ist natürlich kein Problem, denn ich habe Drachen vorbereitet. Und zwar, einmal der Verglas Dragon. Ja, ich habe weniger Futter. Weil ich einen Drachen hochgefüttert habe, um einen Quest weiterzumachen. Und Leute, heute kommt natürlich auch der von der letzten Folge. Also zwei Drachen kommen heute. Ihr seht da schon, welcher da ist. Der Gladiator Dragon. Den habe ich, gewartet, bis der eigentlich fertig ist. Und es kommt noch einer. Den finde ich gerade jetzt eben nicht. Ich weiß aber, wo der ist. Auf jeden Fall, da ist er. Da ist er auf jeden Fall. Dieser Drache kommt auch. Und wir machen jetzt erstmal hier weiter.
Ob wir den überholen, ist die nächste Frage. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, auf Runde 15 zu kommen, damit wir den hohen Drachen kriegen. Und Leute, was soll ich dazu sagen? Er sieht mega episch aus. Also okay, ja, gut. Naja, ich hätte mir ehrlich gesagt eine anders Änderung. Bisschen. Die Elemente sind einfach mega scheiße. Das ist einfach die schlechteste Kombination, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, wie Strategy, wie du es findest. Aber ich hätte ihn anders in Erinnerung. Also legendär. Feuer wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, und was haben wir da? Dunkel, Rhein, Hera und Krieg. Die kompletten falschen Kombinationen mit den Elementen. Überhaupt gar nicht toll. Also richtig schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätten sie was Besseres einfallen lassen, aber okay, gut. Wie auch immer. Dann machen wir erstmal diesen Drachen hier, den Emperor Dragon. Den haben wir auch bekommen. Weil dass wir eigentlich in Licht sind und ich bin schon in Licht 2, weil es so schnell ging. Den müssen wir auf Stufe 15 füttern. Oh Gott, in den Gladiator drauf müssen wir den auch noch füttern. Oh Mann, ey. Da ist da der Empire Dragon. Mega geil auch. Das ist halt der Alien-Drache. Aber Kombination, also Elementen-Kombination her eigentlich mal recht gut. Also, ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? So, wieder Futter. Zack, 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 zack. So, mal gucken, wie weit wir... das dauert noch. Aber, ups, auf jeden Fall, ja, also das Design hier sieht mir mega cool aus, wie auch immer hier, ne, ist ja völlig klar. Und ja, natürlich kann man hier wieder einen neuen Skin bekommen. Ich versuche mal auf Runde 15 bekommen, damit wir ihn auf jeden Fall bekommen. Diesen hier, den Armor Dragon Skin. Mit dem Gold sieht er eigentlich auch gar nicht mal... Nee, der sieht eigentlich auch gar nicht so gut aus. Er sieht zwar geil aus, aber Leute, was soll ich dazu sagen? Also... Naja. Ich habe jetzt leider nichts mehr zu sagen. Mal gucken, wie H2TV diesen Drachen bewertet. Da möchte ich auch gerne wissen. Und wir füttern jetzt den Gladiator-Dragon. Oh, na toll, super. Aber nicht so schlimm, denn hier sehen wir jetzt das hier. Sieht mega cool. Ja, ein neues Update ist verfügbar. Das funktioniert leider bei mir nicht, Dragon City. Ich kann es leider nicht installieren. Keine Ahnung, wieso. Das geht mir echt tierisch auf die Nerven. So, muss... geschafft. Und jetzt machen wir Kämpfen hier. Nehmen wir diesen. Den Drachen habe ich, den Super-Tiere-Drachen habe ich Stufe 25 gefüttert, weil die den gleich für den Dings brauchen. Ja, das dauert leider etwas mit den Kämpfen, aber okay, gut. Schon wieder Futter. Aber das ist eigentlich ganz okay. So, dann machen wir jetzt mal den Gladiator-Drachen, wenn das genommen wird von uns. Der Gladiator-Drachen endlich. Und wir werden auf jeden Fall richtig hoch füttern. Auf jeden Fall, weil der ist richtig stark. Wahrscheinlich schaffen wir es nicht, so richtig weit hoch zu füttern. Ich versuche es mal. Das schaffen wir auf jeden Fall auf Stufe 20 zu füttern. Vielleicht noch etwas weiter. Auf 21 leider. Hä? Ich habe die noch gar nicht trainiert, die ganzen. Komisch. Ja, da können wir gerade jetzt nicht weitermachen. Eigentlich sollte ich jetzt nicht einsammeln, aber komm.
Was soll's? So, dann kämpfen wir mal. Können wir diesen Turm aktivieren? Ja, können wir. Wenn wir es überhaupt wollen. Aber ich denke, dass wir es wollen. Wir warten noch hin, weil das Futter fertig ist, um einmal zu sammeln. Wir auf jeden Fall alles geben für diesen hohen Drachen, auch wenn er vielleicht schlecht ist. Auch wenn er vielleicht richtig schlecht ist, den halt, den habe ich auf jeden Fall trainiert. Also ich meine, dass ja, den habe ich ja trainiert. Ich meine, hey, den habe ich eigentlich trainiert. Ich habe den eigentlich trainiert. Ja. Das hier können wir auf jeden Fall machen, genau deswegen. Ja, irgendwie klappt es noch nicht mit den hohen Drachen. Aber ich probiere es auf jeden Fall. So, fast schon Runde 4. Das klappt ja mega gut. So, jetzt haben wir das hier. Ne. Das sieht schon eher möglicherweise aus. Wir dürfen sogar anfangen. Mega gut. Ich will auf jeden Fall füttern meinen Blitzhard Dragon, weil der mega geil ist. Oh Gott, nein. Auf jeden Fall nicht, mein Lieber. Oh, One-Shot. Mega geil, super. Es kommt hier. Das schafft aber... Oh ja, das schaffst du easy. Zack. Nein, nicht ganz geschafft. Ja, der wird natürlich noch stärker. Ja, bin gespannt, wann Yoji dieses macht, dieses Futter, wie auch immer, Gewinnspiel, da muss ich auf jeden Fall dann mitmachen, weil das ist einfach, das muss ich einfach machen, Leute. Weil dann kann ich meine Drachen stärker füttern, habe ich auch mega Chancen zu gewinnen auch. Oh, krass. Oh, der ist ja mega heftig. Naja, egal, so. Dann ist unser auf A+, Leute. Meiner ist auf A+. Wir wechseln jetzt. Schaffen wir, glaube ich, mit Einschlag. Ne? Easy, Pupisi. Jawohl. Kommt der mit diesen hier? Hier ist der Row. Bam. Und nochmal. Zack. So, ich hoffe, dass ich den Soundtrack von dem Hennrennen kriege. Weil wenn ich den so aufnehme, okay, aber der ist nicht ganz so gut. Ja, bis auf das hier. So. Wir sind schon fast bei Krieg dann. So, zack. Oh, das ist mega gut. Das war mega gut, mein guter. Oh, leider falsch. Der hier ist dran. Auch wenn er vielleicht nicht ganz so gut ist, aber macht mega gut viel Schaden. Was kommt da mit Wasser? Oh, er hat uns. Aber das macht nichts, das macht nichts. Wir haben immer noch unseren Zack. So, dann gucken wir mal weiter, was für. Oh. Das geht ja dann noch. Das geht ja dann noch. Also, wie gesagt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben über die Meinung von dem hohen Drachen, der jetzt da ist. Das war ja mega schlecht von dir, du Kumpel. Wie ihn so findet und wie die Kombination so ist. Also ich finde die... Oh, das ist jetzt leider ganz doof gelaufen. Ich finde die einfach mega schlecht einfach. Also die eigentlich so... Also die eigentlich wäre... Ich weiß nicht genau, wie genau die jetzt ist. Aber ich weiß nicht genau, ob die so war oder so. Aber auf jeden Fall ist das eine richtig schlechte Kombination von den Elementen her. Von dem hohen High Fallen Dragon. Mega schlecht einfach.
Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Also mega schlecht einfach. So, und wir haben jetzt da legendäre Drachen. Da klicke ich mal weg, weil ich habe jetzt gerade keine Lust drauf. Ehrlich nicht, habe ich gerade keine Lust drauf. Und wir können das Team so lassen. Ich glaube, wir haben ja mega gut hier. Ja, es darf dann wieder anfangen, aber macht nichts, macht nichts. Zack, mit einem Hit oder mit zwei vielleicht. Ja, aber es geht eigentlich. Er kann uns, glaube ich, nicht... Oh, er kann uns nicht. Wow, das war echt knapp. So, Tesla, wow, oder wie auch immer das heißt. Jetzt kommt er mit diesem Rang an. Jetzt wechseln wir. Und ich denke, dass der Friends Forever Drache das schaffen wird. Stimmt. Zack. So, dann gucken wir mal weiter. Diese Drachen brauche ich auf jeden Fall auch. Na, nicht so. Ja gut, dann lassen wir es mal ganz kurz. Dann machen wir ganz kurz zack, 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 zack. So, wie sieht es jetzt aus? In 7 Minuten können wir wieder kämpfen. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir den letzten Dingskampf. Den letzten Dingskampf hier. Oh, der finde den viel wunderschön. Den muss ich. Oh, dann wollte ich auch so gerne haben. So, da wieder gesagt, der neue heroische Drache. Schaffen wir es? Wir schaffen das mit den einen Drachen. Putzleiten, ihr rockt hier alle ab. Mein Drache. Ist eigentlich ein Mädchen. Wissen halt alle. So, diese Mission haben wir fertig gemacht. Oh, ja, natürlich diesen Drachen und den Standard Dragon haben wir auch noch. Wie gesagt, hier brütet gerade der Chase Dragon und der Poor Dragon. Noch einer durch diese beiden. Versuche ja, wie gesagt, den zu züchten. Eigentlich könnte ich jetzt Futter wieder ganz normal anbauen. Aber wir... Doch, könnte ich eigentlich machen, weil ich habe nämlich... Kann ich mit Schleudigen... Also ich kann mich beschleunigen einmal. Und wenn wir wieder Futter anbauen, kann ich das machen. Und dann, ne? Brauchen wir wieder Futter hier. So, wie sieht das so gut aus? Also ich finde das eigentlich ziemlich gut. Also ich finde hier Futter ziemlich cool, hier das so zu machen. Wie gesagt, so eher die Futter-Dings. Und hier kann ich dann auch noch Drachen packen. Wir können jetzt in 5 Minuten kämpfen, das ist leider schade. Aber wir werden auf jeden Fall warten und dann wieder, ne? So, ja. Ja, also wir können leider nichts mehr machen. Hier, wie gesagt, kann ich dann beschleunigen. Kann ich das dann machen? Ja, dann würde ich auch schon sagen, was ist jetzt von dieser Folge von Dragon City mit den High Fallen Dragon? Und da müsst ihr noch ein bisschen schon mal angeguckt, die Elemente. Wir können ja den Text durchlegen. The High Fallen Dragon was one of Dio's favorite dragons until he decided to steal some resources and genes. Those made the thought decision to exile him in order to teach him a lesson, but he fell in the wrong hands and now is consumed with darkness. Ja, er ist halt ein böser Drache. Oh, die Elementkombination ist was für ein... Ja, und ich weiß auch nicht, warum er das jetzt gerade so richtig Gas gibt. Ich meine, er wusste, dass die Drache kommt, aber dass er so schlecht ist, hätte er auch nicht gedacht. Ja, egal jetzt. Ich versuche ihn auf jeden Fall vielleicht zu kriegen. Das wäre gar nicht mal so schlecht, hätte ich einen vierten heroischen, hohen Drachen. Aber ganz schlechter Drache, aber trotzdem, immerhin. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dragon City wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Wir sind fast bei 600 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn wir die erreichen würden. Das wäre mega cool. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.